Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt eine Rezension und zwar zu einem der beiden Gewinner vom Subvoting für den Monat August. Da standen wieder zwei Bücher auf dem ersten Platz und ich habe das erste Buch jetzt bereits gelesen, weil es ein E-Book ist. Und das zweite wird dann noch folgen, wird vielleicht aber erst Ende August oder Anfang September kommen, weil dieses Buch noch tief in meinen Bücherkartons vergraben ist, weil ich jetzt erst noch umziehen werde und dann natürlich erst wieder alles ausräumen muss und einräumen muss und dann muss ich das Buch halt erst nochmal finden sozusagen. Und werde es dann aber auch auf jeden Fall lesen und für euch rezensieren. Heute in diesem Video geht es um Stolperherz von Britta Sabbak. So sieht dieses Cover aus. Dieses Buch hat 208 Seiten und es hat 4,5 Sterne von mir bekommen, weil es mir echt wieder super gut gefallen hat. Mir hat dieses Buch auf jeden Fall auch besser gefallen als Pinguinwetter und Panda Blues von Britta Sabbak. Irgendwie ist das hier mehr so meins, so ein Jugendbuch, locker leicht und sehr, sehr kurz und es war wirklich sehr, sehr schön zu lesen. Auf jeden Fall super für den Sommer auch, weil es ja zum Thema so einen kleinen Roadtrip hat, aber ich werde euch jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zum Inhalt erzählen. Und zwar geht es in diesem Buch um Sunny und sie hat ein Herzproblem, sie hat ein sogenanntes Stolperherz. Sie hat einen angeborenen Herzfehler, wodurch sie viel, viel Zeit in ihrem bisherigen Leben im Krankenhaus verbracht hat, bei Operationen verbracht hat oder in Reha-Einrichtungen. Sie ist sehr, sehr behütet aufgewachsen, besonders von ihrer Mutter, denn deren Lebensinhalt ist eigentlich Sunny und deren Krankheit und wie sie sie am besten bemuttern kann. Und ja, das ist natürlich für Sunny sehr, sehr schwer, denn im Prinzip kann sie fast gar nichts selber entscheiden. Ich meine, sie ist auch erst 15 und weiß vielleicht mit der Krankheit noch nicht so besonders gut umzugehen, obwohl sie natürlich eigentlich am besten Bescheid weiß, weil sie ist ja betroffen, schon seit 15 Jahren. Aber trotzdem, ja, sie hat keinerlei Freiheiten. Ihre Mutter bringt sie zu allem hin. Sie lässt keinerlei Anstrengung, Aufregung oder sonst irgendwas zu. Sie schreibt ihr vor, was sie zu essen hat oder wann sie wo zu sein hat, was sie an Hobbys machen darf und was nicht. Ja, und so kommt es natürlich dazu, dass Sunny halt eigentlich Außenseiterin ist. Sie gehört nirgendwo dazu, was daran halt auch liegt, dass ja, viele von den Jugendlichen halt auch durch ihr Stolperherz sozusagen abgeschreckt werden, weil es halt dazu kommen kann, wenn sie sich zu sehr aufregt oder zu sehr anstrengt, dass sie einfach umkippt. Weil ihr Herz halt eben viel, viel zu schnell schlägt, aussetzt, sich überschlägt, wie auch immer. Auf jeden Fall macht sie diese Krankheit und natürlich auch im Prinzip dieses Überbemuttern von ihrer Mutter zur Außenseiterin. Sie ist halt auch ein sehr, sehr zurückhaltender Mensch. Und so ist es für sie im Prinzip eine Riesenüberraschung, als die beliebteste Band der Schule, der Stadt, wie auch immer, sie einlädt, mit auf ihre Bandtour in den Sommerferien zu fahren. Sie kann sich überhaupt nicht erklären, warum das so ist, aber weil sie halt in den Bassisten verliebt ist, lässt sie im Prinzip die Gelegenheit nicht flöten gehen. Sie lässt sich das nicht zweimal sagen. Sie tischt ihrer Mutter eine Lüge auf, um im Prinzip diesen Roadtrip mitzumachen und begibt sich auf die Reise ihres Lebens, in den Sommer ihres Lebens und erlebt dort allerhand und schließt dort unerwartete Freundschaften, findet zu sich selbst. Es ist eine Reise zu sich selbst, es ist eine Reise, um sich frei zu kämpfen von den Fesseln ihres bisherigen Lebens, sich frei zu kämpfen von den Fesseln ihrer Krankheit, ihrer Mutter, um endlich mal alleine entscheiden zu können. Und sie macht das ganz, ganz, ganz toll. Sie ist ein richtig starkes Mädchen. Und man begleitet sie auf dieser Reise und sie wird von Schritt zu Schritt selbstständiger, entscheidet für sich selber, geht Risiken ein und es ist ganz, ganz toll und super spannend, sie dabei zu beobachten, sie dabei begleiten zu können. Und es ist zwar nur ein Buch von 208 Seiten und es ist mega schnell weggelesen, aber es macht wirklich, wirklich sehr, sehr Spaß. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, das Ganze auch mal auszuprobieren. Es ist eine super schöne Lektüre für zwischendurch, für den Sommer. Es macht im Prinzip Mut,
zu sich selber zu stehen, für sich selber zu kämpfen, sich frei zu kämpfen aus den Zwängen, die möglicherweise bestehen und dass es sich lohnt, das Ganze zu tun. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an diesem Buch. Und ja, sämtliche Charaktere sind natürlich auch wieder sehr, sehr schön beschrieben von Britta Sabak. Und mir gefällt natürlich die Protagonistin Sunny am besten, aber auch die ganzen Bandmitglieder sind irgendwie, ja, sie sind einfach authentisch und knuffig und es macht einfach Spaß, sie zu begleiten auf dieser Reise. Das Einzige, was mich an diesem Buch so ein bisschen stört oder was für mich nicht ganz glaubhaft ist, ist im Prinzip die Tatsache, dass Sunny es tatsächlich schafft, von zu Hause abzuhauen, weil sie immer so sehr einzwängt und so sehr behütet und darauf achtet, was sie tut und was sie nicht tut, dass ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass sie das so zulassen würde. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber es ist natürlich toll, dass sie es geschafft hat, die Sunny. Und das macht das Buch natürlich noch zu etwas Besonderem, denn ansonsten wäre diese Reise überhaupt nicht möglich gewesen. Und es war sehr, sehr toll. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Es hat einen super Schreibstil gehabt, der natürlich noch schneller zu der die sowieso schon so kurzen 208 Seiten noch schneller zu lesen gemacht hat. Und ich konnte das Buch wirklich nicht weglesen. Ich habe es in einem Rutsch ausgelesen, was natürlich auch durch den Schreibstil und durch die geringe Seitenanzahl nicht schwer war. Aber trotzdem hat es mir gefallen und ich kann euch das Ganze nur empfehlen. Lest es doch, denn es ist ein tolles Buch über, ja, über Emanzipation, sagen wir mal, und über den Weg zu sich selbst und das Freikämpfen aus gewohnten Zwängen. Ich hoffe, euch hat diese Rezension gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen für dieses Buch begeistern. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin. Tschüss.